geschafft haben, denn sie haben angefangen, mich anzukotzen. Ihr habt das bestimmt nicht gemerkt. Ja, das ist es, meine Freunde. Das nächste große Gebiet, die vergessene Tempelruine. Wir drehen ein Ventil und vergessen Merik. Sehr gut. Wir werden von Goblins erwartet. Ja, gucken wir uns die Goblins an. Goblin Wache 440. Dann haben wir die Goblin Kämpfer mit 320. Also die Goblins an sich sind nicht stark. Allerdings sind es ihre Maschinen, die uns Probleme bereiten werden. Eva, dass du sogar gegen Goblins einknickst, ist wirklich bemitleidenswert. So, jetzt sind wir alle unten. Wie die auf der Kante liegen, die wollen wohl auch alle runterkacken. Das habt ihr euch von Ebert abgeguckt, ihr schmierigen kleinen Scheißkinder. So. Ja, in den Goblin-Ruinen erwarten uns wieder jede Menge neue Gegnertypen. Jede Menge nervige Gegnertypen auch. Aber alles in allem sind die Goblins jetzt eine sehr willkommene Abwechslung. Auch wenn ich sie als böse Drahtzieher nicht ernst nehmen kann, aber es wurde ja schon angedeutet, dass hinter den Goblins wiederum noch eine Macht steht. Das heißt, die Goblins wurden von einer Macht angeleitet und die Goblins wiederum haben die Krugs angeleitet. Ja, der nächste Gegnertyp. Ein Ofen. Das ist so ein großer Feuerpanzer, der uns grillt. Oh mein Gott, Leni. Oh mein Gott, sie verreckt einfach nur. Weil alle auf sie einschlagen. Also was man hier gleich schon zu Beginn feststellen kann, auch dieses Gebiet wird nicht großartig einfacher als das letzte. Leni darf nicht sterben. Das ist ganz schlecht. Sie hat immerhin den höchsten Rüstungswert. So, wir hatten es mittlerweile mit Panzern zu tun, aber das wird nicht die einzige Maschine sein, die uns hier den Weg versperren will. Also mit den Goblins kam eindeutig das größte Steampunk-Element in diesem Spiel zum Tragen. Und man fragt sich, warum die Menschen dann nicht so eine Technologie haben, wenn es selbst die Goblins geschafft haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen dümmer sind als die Goblins. So, was haben wir hier? Bot töten, 400. Ich weiß nicht, warum das Ding Bot töten heißt. Auf jeden Fall eine weitere Kriegsmaschinerie der Goblins. Warum kriegt Leni gerade so oft Maul? Es ist beinahe traurig, so viel Rüstung wie sie hat, dass sie so viel Schaden nimmt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dieses Gebiet überhaupt schaffen kann. So, weitere Goblins und Bot-Töten-Viecher. Also diese Steampunk-Elemente gefallen mir in ansonsten reinen Fantasy-Welten immer unglaublich. Das ist dieser Kontrast, der diesen Reiz ausmacht für mich. Und ich würde auch gerne mal eine Steampunk-Geschichte schreiben. Also Fantasy-Welt mit Steampunk-Elementen. So Elfe mit Maschinengewehr oder sowas. Finde ich cool. Hat was. So, ich erhoffe mir ja, dass ich in diesen Goblin-Höhlen einigen coolen Loot abgreifen kann. Und ich glaube sogar, dass es Maschinengewehre und sowas gab, die man aufsammeln konnte. Oder Flammenwerfer. Für Lora dann in dem Fall.
Bams, das sind garantiert, ja. Das sind explodierende Ver- No. No. Dieses Ding muss immer so schnell wie möglich getötet werden. Und da ist er. Moa! Erstmal die Bot töten. Denn ich glaube, die machen relativ viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Gyon, du bist als Zornwitch dabei, mein treuer Gefährte. Gyon war der dritte in meiner Gruppe. Jetzt stirbt er ja mal nicht. Ich glaube, der Schaden, wenn sie explodieren, der Explosionsradius macht auch noch Schaden. Das wollte ich eigentlich sagen. Doch dann versagte ich, wie ganz oft. Explodiert die Scheiße? Ja, tut sie. Sie killt mich dabei auch noch fast. So. Ich nehme noch 8 Minuten auf. Dann waren das schon einige Videos mehr als sonst. 2. Oh. Aber das ist besser als gar nichts. Und wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Wir haben diesen Scheißsumpf endlich hinter uns. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. So, Sumpfgebiete sind zwar immer abwechselnd, aber ich mag sie eigentlich fast nie. Hey, die Gobbert-Feuerteufel schon wieder. Wie viel Schaden die aushalten? Warum? Wer erlaubt euch so zu sein? Wisst ihr übrigens, was ich mittlerweile tue? Ich bereue es, nicht Andimeus mitgenommen zu haben. Ja, das bereue ich wirklich. Ich werde den nächsten starken Magier oder den nächsten starken Charakter, sofern ich ihn gebrauchen kann, einfach mitnehmen. Alles andere wäre... What? What? Gobbert Schocker. No. Ha! Die können auch nicht dadurch gehen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist witzig. Lass Merik in Ruhe. Auf jeden Fall, da seht ihr das, was ich meinte. Wir haben hier eine Blitzschleuder. Das ist die Waffe, die die Goblin Schocker an sich haben. Und die kann Ulora dann eben gleich benutzen, theoretisch. Und ich glaube, die macht so einen Kettenblitzschaden. Das heißt, dass man mehrere Ziele treffen kann. Und wo ist überhaupt Eberhard schon wieder? Da hinten. Als hätte er gehört, was ich sage. Irgendwie kann einer der Kleinen ja schon so ein bisschen Angst machen. Hört auf! That's not fucking nice! Die aushalten. Und mit Merik wird das in diesem Leben nichts mehr. Mit viel Aufleveln oder so. Glaube ich nicht. Das ist echt unglaublich, wie lange das dauert. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ob ich einfach die falschen Zauber habe oder so. Aber ich brauche. Was soll ich machen? Ich brauche einfach einen Heiler. Ach, für das Ding braucht man Intelligenz! Und es hat Munition! Intelligenz und Geschicklichkeit. Das wird noch dauern, bis Ulora das Ding einsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall cool, dass man sowas hat. Ich sehe gerade, dass Gyon ja schon das Schwert Grillzange hat. Das ist nur ein billiges Imitat. Hergestellt von Toys R Us? Okay. Dann bin ich beruhigt.
Dass Leni das gar nicht gemerkt hat. Ach, Leni kann aber eigentlich ein Original von einer Fälschung unterscheiden. Deswegen hat sie keinen Austicker gehabt. Also das ist nun wirklich nicht nett. Nein, das ist nun wirklich nicht nett. Zerstört den Ofen. Und den nächsten auch. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich Merrick habe, aber ich wäre froher, wenn er stärker wäre. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wie ich Leni gerade so am Leben halten kann. Und sie hat Stufe 31 erreicht. Also auf jeden Fall wird uns in diesen Goblin-Ruinen, das weiß ich noch, etwas erwarten, was uns lange nicht mehr erwartet hat. Mehr verrate ich nicht. Den Rest könnt ihr schön selbst denken. Ihr müsst auch mal euren Grips beanspruchen. Los, Zwerg gegen Goblin. Nicht, dass ihr euch groß unterscheiden würdet, in jeglicher Hinsicht. Ja, der Wasserschwein. Ja. Mittlerweile weiß ich ja, dass die Viecher nerven. Also kann ich sie eigentlich auch mal beschwören. Mittlere Armbrust. Cool. Und weiter geht's. Ein bisschen können wir ja noch spielen. Anderthalb... Oh Gott! Sprenger. Jetzt haben wir es also mit einem wirklichen Panzer zu tun. Das ist irgendwie beängstigend. Aber ein paar von diesen Bots können wir offensichtlich anlocken. Dann zerstöre ich die mal lieber schnell vorher, bevor die gleich in den Kampf mit eingreifen. Kann ich noch ein paar von denen rauslocken? Jo, 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 jo. Kommt, kommt, kommt. Ich zerstöre euch gerne vorher. Nein, 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 das ist zu viel Damage. Fatal Damage. Los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Sprenger steht da! Fertig, mich zu vernichten! Wir greifen ihn jetzt an. Los! Wow, ist das eine fucking Artillerie? Was ist das? Was immer es ist tot! Oh Gott. Learn. Warum wechselt er? Was wechselt er? Was tut er? Was? Da steht die ganze Zeit, er wechselt, aber warum? Okay. So läuft das. Zerstören wir erst den, dann zerstören wir den. Und schon haben wir diesen Kampf gewonnen. Eine Tür. Solche Türen sind ja immer verheißungsvoll. Was lauert dahinter? Man weiß es nicht. Bei den Goblins kann man sich nur sicher sein, dass es nichts Gutes sein wird. Vielleicht eine noch größere Maschine. Ich verstehe nicht, was das gerade mit dem Wechseln sollte, aber in Ordnung.
Ja, zum einen erwarten uns mehr Goblins. Und zum anderen mehr Feuerteufel. Gut, dann werden wir nach diesem Kampf mal das Video beenden. Wir sind wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Wir stellen aber fest, dass das Let's Play wirklich noch länger wird. Wenn ich jetzt nach 6 weiteren Videos erst in den Goblin-Ruinen bin. Wir sind noch nicht mal ansatzweise bei der Burg Eb. Und es fehlen immer noch 2 Leute in unserer Gruppe, die hoffentlich bald dazustoßen werden, damit unsere illustre Runde vervollständigt wird. Das sehen wir aber erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dungeon Siege. Also, bis dahin.